Irgendwo ist ein Stau. Wir checken. Hier unten. Ja, okay, das ist ein normaler Stau jetzt. Mit mehr Leuten geht das auch schneller. Theoretisch für den Bus 62 Tage, dann wird hier schon wieder mehr frei. Lass mal ruhig laufen. Da sehe ich keine Schwierigkeiten. Was sagt hier oben die... Oh ja, das läuft richtig gut jetzt mit dem Sprit. Das ist absolut elegant. Das sollte die Importkosten deutlich senken. Lass mal schnell schauen. Wie schaut es hier aus? Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Kinderboom demnächst. Soon TM. Wie schaut es da generell aus? Sagen wir mal... Das letzte Jahr haben wir fast aufgeholt, ne? Ich zeig mal den großen Graph. Wir sind jetzt fast wieder auf Vorstand. Das ist immer noch... Also, unsere Probleme haben angefangen. Was ist das? 2010. Bis 2015 war das ein wie soll ich sagen? Also, der Bereich hier war der größte Abstieg, den wir hatten. Hier habe ich gedacht, ich krieg die Kurve nicht mehr. Das war 2012. Da dachte ich, okay... Wenn das jetzt in der Geschwindigkeit abstürzt, das kriege ich nicht mehr gehalten. Und seitdem bauen wir auf. Wir hatten dann nochmal einen Rückschlag, aber jetzt seitdem bauen wir wieder auf. Und jetzt unser Höchststand an, Personen 13k. Haben wir mal mehr gehabt? Nein. Das ist der Höchststand ever gewesen. So 13k. Und wir sind bei 11 jetzt. Also... Wir machen scheinbar einen gar nicht so schlechten Job. Sprit noch asphaltieren? Ja, das ist schon eine saugute Idee. Vor allem, weil ich halt, ich will hier schon asphaltieren. Aber ich will in das System nicht eingreifen, solange wir nicht genug Sprit auf Halde haben, um mal eine kurze Downtime auch einfach aushalten zu können. Und dann asphaltieren wir hier relativ schnell große Mengen einfach mal durch. Hier könnten wir tatsächlich schon mal vorab asphaltieren. Das könnten wir schon machen. Weisen wir auch viele Fahrzeuge zu, damit das schneller geht. Aber diese Hauptrouten hier, die müssen wir halt eine Zeit lang laufen lassen. Oder wir bauen hier eine Dirt Road Umfahrung rein. Wobei, die könnten auch unten rumfahren, aber ich weiß nicht, ob die das dann überlasten. Keine Ahnung. Stück für Stück. So, das ist wiederum ein größeres Problem, was wir hier geschaffen haben. Mit jedem Fahrzeug, das hier zerlegt wird, macht es die Sache ein Stückchen besser. Weil wir müssen es schaffen, dass die hier auf die Seite abfahren können. Also es dürfen nicht so viele Fahrzeuge, wir haben nicht so eine elendlange Strecke da reinwärts. Momentan scheint es jetzt ganz gut zu klappen. Jetzt ist okay, aber das war jetzt gerade schon wieder so viel zu viel auf einmal. Ich meine, wie gesagt, die Verschrottungen laufen und die laufen auch jetzt richtig schnell bei 40 Leuten, die da drin sitzen. Also schau mal, wie der Stahl hochgeht. Ich meine, wir haben die Fahrzeuge teuer gekauft, ne? Aber guck dir das an. 34, 35, 36, 37, das läuft halt butterweich durch, ne? Ich meine, klar, wenn so wenig Leute dann wieder da sind, dann ist es schlecht. Aber mit jedem, der hier aus der Schule kommt, wird es besser. Wie wird es denn hier oben? Wir haben hier die Klassenzimmer komplett überfrachtet. Das brauchen wir gar nicht mit den Mengen. Die Kindergärten schauen auch solide aus, aber das ist okay. Schön. 6 Arbeiter ohne Job? Ne, ich würde einfach mal zum Busbahnhof laufen. Irgendwo steigst du einfach ein und dann freust du dich. So, 3 ohne Job. Einer ohne Job. Nein. So. Einer. Also einer ist keiner, ne? Also das ist einfach nur der hat einfach was Falsches gegessen und den Weg nicht gefunden. Und das ist egal. So, hier steht einer davor. Dann heißt das, wir lassen das System erstmal. Hier hinten ist der Ausbau auch fertig. Was haben wir abgeschlossen? Die Geburtenrate-Steigerung. Da machen wir jetzt die Impfstoffe hinterher. Ja, ist eine gute Sache. Ich habe einen gelben Zettel. Ach, so ist das. Die Stoffroute. Ich suche eigentlich mal irgendeinen, der hier zum Schnaps fährt. Ernte läuft gerade.
Da kommt eine Schnapsroute mit 53 Leuten. What? Ich meine, da driften ein paar ab, ne? Zwei. Die Wasserverarbeitung. Okay. Kriegt die Wasserverarbeitung das dann überhaupt noch gebacken? Bei so vielen Leuten? Also ich meine, der Schnaps läuft jetzt mit nahezu 100 Personen. Aber der rumpelt wieder, oder? 21,3? Da war einer gerade am Tanken, oder was? Ja, der hat aber ganz wenig genommen. Der nimmt mehr, ne? 21,7. Also es scheint sich zu steigern gerade. Wir kriegen fast eine Hund... Ey, das wird doch eine ganz... Wow. Das war viel, was wir produzieren hier. Okay. Gesundheit der Bürger niedrig. Wo? Warum? Was ist hier los? 94? 85? Bitte, warum? Nein, 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 nein. Ja, okay, hier ist nur einer drin. Das macht die Sache ein bisschen komplizierter. Ihr wolltet die ganze Zeit Sportplätze. Jetzt habe ich euch Sportplätze hingebaut. Jetzt haben sie alle keinen Bock mehr drauf. Wegen Schlechtwetter. Was ist mit euch? Kommt doch mal zurecht vom Leben einfach. So. Was sagt denn die Zeitung gerade? Die Zeitung läuft auf Vollgas. Und die Zeitung erhöht auf jeden Fall alles, was wir wollen. Und zwar richtig gut. Der Fernsehturm funktioniert scheinbar nicht richtig. Unter Umständen. Wie ist unsere durchschnittliche Loyalität? 40%. Das ist vielleicht gar nicht so ohne. Das ist gut. Wasser läuft auch butterweich jetzt im Übrigen. Wie ist denn die... Warte mal, dann müssen wir mal ganz kurz die Zwischentanks anschauen. Die sind alle voll, oder? Zisterne ist voll. Okay. Dann ist jetzt der Ausbau von den der nächsten Geschichte wichtig. Die haben wir alle, glaube ich, pausiert hier oben. Das kostet immense Mengen Stahl, deswegen haben wir es im Übrigen pausiert gehabt. Aber jetzt machen wir den nächsten Bauabschnitt hier oben einfach fertig. Weil das ist ärgerlich sonst, wenn das nicht läuft. Das ist auch alles schon zugewiesen, das passt. So, dann nächste Baustelle. Wie schaut es mit der Temperatur in den Gebäuden aus? Alter Schwede, wunderhübsch. Okay, Heißwassertanks. Da hinten ein bisschen Luft im Kessel, aber ansonsten ist okay. Wasserdruck ist... solide da. Überall passt. Auch manchmal ein bisschen zu viel Druck. Da machst du den Wasser... Kennst du das, wenn du am Wasserhahn stehst, machst auf und dann kommt ungefähr gefühlt 5 Bar raus? Ungefähr so ist das. Also ist kein Witz, es sind wirklich 5 Bar. Da musst du vorsichtig den Wasserhahn betätigen. Ja? Ansonsten sprengt es dich einfach mal komplett durchs Waschbecken. Ja, das ist halt einfach so. So. 3% Arbeitslosigkeit finde ich ist noch okay. Kann ich mit leben. Also, Master Richard, ich sehe das tatsächlich ja relativ unkompliziert gerade. Wir können mal gucken, wo das ob der Kern immer noch hier ist. Es scheint immer noch hier das Problem zu sein. Man könnte jetzt natürlich gucken, warum hier keine Kultur und ohne Job. Also, die sind einfach generell ohne Job. Ich habe die Befürchtung, dass der Bus, Bützeb-Ost-Bus, da nehmen die niemanden mit. Also die Busse nehmen theoretisch niemanden mit. Aber hier ist auch in der Schnapslinie jetzt niemand eingestiegen. Why? Im Abrissbüro aber schon. Wer sammelt denn da so viele? Warum nimmt der denn... Der hat da unten noch einen. Oh nein! Das ist das Problem hier. Der Zentralbus sollte eigentlich die Touris rumschippern. Und jetzt müsste es völlig eskalieren gleich. Jetzt kriegen nämlich alle Arbeit gerade. Jetzt können wir uns dann echt überlegen, ob das zu viel oder zu wenig ist. Schauen wir mal. Lass mal die Busse mal laufen. Das muss jetzt immer ein bisschen einspielen. Es kann so sein, dass das jetzt gerade überläuft.
Ja, jetzt nimmt ihr halt auf den Schnaps 53 hier mit. Die Frage ist, ist das alles oder kommt da noch was? Es sind auf jeden Fall viel zu viele Leute auf der Haltestelle gerade. Da gehen auch schon wieder welche. Das ist schlecht. Aber die Arbeitslosigkeit, naja, struggelt ein bisschen. Jetzt warten wir mal, da kommen bestimmt noch mehr Busse. Hier, guck mal, die Wasserwerke gehen voll weg, der Stoff geht voll weg. Hier kommt jetzt einer, aber der nimmt nur 4 mit. Ah, das ist ein Abrissbüro, das zählt nicht. Da kommt noch mal einer, Müll, auch wieder Abrissbüro, zählt auch nicht. Alter, hier kommt da wieder eine nicht klar. Da wieder eine Müllabriss. Ja, die Abrissbüros gehen hier ganz gut weg, ne? Die kriegen auch jetzt richtig Leute hier drauf. Ja, der Stoff, die Stofflinie. Ja, da sind halt viele schon, die ewig standen jetzt. Das muss ich erst noch ein bisschen einspielen. Ist das alles? So, Wasserkraft. Die Wasserkraftlinie ist aber auch ganz wild nebeneinander, ne? Die können auch mal ein bisschen Abstand halten, ne? So, wer kommt hier jetzt? Stofflinie. Ah, ein bisschen wenig, aber wir werden sehen. Das sollte aber jetzt die Arbeitslosigkeit eigentlich irgendwie halbwegs hinkriegen, vielleicht. Wir könnten natürlich auch bei so vielen Leuten, können wir auch echt überlegen, ob wir nicht noch eine Linie von hier vorne wegnehmen, um den Druck einfach auf die Öllinie und so weiter etwas zu senken. Wir könnten natürlich überlegen, ob wir beispielsweise die Holzlinie, aber die Holzlinie hat halt wirklich kurze Wege, das ist eigentlich schon zu nutzen. Die Müllverbrennung ist die Linie, die uns eigentlich am wichtigsten ist, gerade die Mülltrennung. Die Mülltrennung und die Müllverbrennung, die beiden sind wichtig, genauso wie Öl. Ich könnte die Holzlinie tatsächlich dahinter packen, aber wenn der sich da staut, kommt der nie mehr an. Auf die Stahllinie könnte man vielleicht... Ja, das ist auch blöd da hinten. Ne? Das ist, mehr können wir da nicht wegnehmen. Das wäre alles, würde uns ein bisschen schwierig machen. Selbst die Stoff- und die Schnapslinie sollten eigentlich nicht hier drauflaufen. Wir könnten ja oben mal gucken, was da noch draufläuft. Das wäre nochmal interessant. Oder aber... Touristen auf jeden Fall. Jetzt lassen wir schon schauen. Da ist die Nahrungslinie drauf. Die Zentrallinie. Und die Hochebene. Die Nahrung würde hier das ganze System sprengen. So viele Leute haben die dann doch nicht. Das sind zu starke Linien, zu mächtige Linien, die da drauf gehen. Ich könnte natürlich hergehen und sagen, ja, pass auf, dann Arbeiter. Ihr kommt von da. Das könnten wir machen. Dass ich die Arbeitskräfte ein bisschen entzerre. Weil hier Leute vorhanden sind. Das könnte auch könnte entsprechend auch ein bisschen helfen, die Arbeitslosen ein bisschen zu reduzieren. Weil die ja einfach dann von den Büros entsprechend abgefangen werden. Und wenn da jetzt so viele übrig sind, dann sollte das auf jeden Fall für die Baustellen tatsächlich eine gute Sache sein. Weil dann werden wir die halt einfach in die Baustellen packen. Also ich denke, das wird jetzt im besten Falle, wird die Arbeitslosenzahl jetzt dann gleich mal ein bisschen runtergehen, wenn hier jetzt dann 300 Busse stehen und Leute einpacken wollen für Baujobs. Eine zweite Nahrungslinie könnte man sich überlegen. Aber ich finde, die Nahrungslinie, die wir haben, wenn wir die wunderbar laufen lassen könnten, dann wäre das halt schon so ein gutes Ding, ne? Ich lasse jetzt mal ganz kurz hier. Also hier. Moment, das haben wir hier oben, das passt. Die sind hier eh alle schon drauf. Haben wir kein Upgrade in gar nichts mehr? Also. Ich weiß ja auch nicht. Na gut. Ja. Bauen gerade einfach nichts, ne? Nun. Wenn unsere Baubüros gerade dermaßen Langeweile haben. Nun, dann müssen wir halt tätig werden, ne?
Da kommen die gerade nicht hin, ne? Ja. Ab zum Zug! Wir könnten eine kleine Mikrolinie tatsächlich machen. So eine Mini-Zuglinie wäre irgendwie nice, ne? Hätte ich jetzt schon Bock drauf. Pass auf, das machen wir auch. Neue Linie erstellen. Von hier, weil das ist unser Problem gerade. Nach da. Die nennen wir um in Zug. Also, warte mal. Bützenbach Zugproduktion. Ja, die Zugproduktion einmal. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Aber nicht in die Zugproduktion. Ah, warte mal. War ich schlau oder war ich doof? Beides. Alle Haltestellen entfernen. Custom Line können wir löschen. Ich habe ja da tatsächlich einen. In die Zugproduktion ist ja tatsächlich ein Gesamtding. Also pass auf, Zugproduktion. Und da können wir jetzt mal aufpassen. Da werden wir jetzt noch Fahrzeuge draufweisen. Wir haben ja genug rumstehen. Ja, also wirklich. 1, 2, 3, 4. Linienabstände aktivieren. Und alle nacheinander langsam losschicken. Ich schicke die gleich langsam, aber wirklich langsam los. Damit das mit dem Längen ab ein bisschen besser funktioniert. Aber das ist eine ganz langsame Geschichte, die hier läuft, ne? Muss gar nicht mal so viel sein, was da passiert. Aber so kriegen wir unsere ganzen Arbeitslosen auch ein bisschen in den Griff, ne? Also ich meine, mal abgesehen davon, dass das Personell da schon einiges gehen kann. Also hier ist dann ganz schön was los. Ich habe eher Angst, wenn ich zu viel hier drauf packe, dass mir der Verkehr dann zusammenbricht. Fährt hier eigentlich schon einer? Ich sehe keinen Bus hier tatsächlich fahren. Oh ja. Dann schicken wir den letzten noch los und lassen es einfach mal anlaufen. Ich bin mal gespannt, ob wir tatsächlich einen Bus hier unten sehen werden. Theoretisch könnten die sofort loslegen. Ich meine, 1000 Arbeitstage, sind wir ehrlich, ne? Puh. Aber theoretisch könnten die sofort instant loslegen. So, die haben jetzt natürlich gerade gar nichts zu tun. Wir hätten natürlich auch hier noch ein bisschen an den Fußgängerweg denken können, aber sind wir ehrlich, das ist jetzt auch Banane. Hier hängt irgendeiner im Stau. Warum hängt ihr im Stau? Weil er festhängt, oder was? Oh, Mann. Das ist echt... Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Wir müssen die Fahrzeuge loswerden. Okay. Aber ich würde tatsächlich gerne sehen, wenn... Ich meine, das haben wir ausgeschaltet. Das ist auch in Ordnung. Aber ich würde gerne sehen, wenn der hier anfängt. Ich meine, nicht mit 400 Leuten, ehrlich nicht. Aber wenigstens so 2, 3 irgendwie. Dass es mal langsam läuft. Oh, denen fehlt's an Stoff noch? Nee, das kriegen die tatsächlich, okay. Hab schon gedacht, die haben keinen Stoff geliefert bekommen. Das ist tatsächlich da. Ich meine, es ist nur 0,01 Tonne Stoff. Da, wir haben 114 Tonnen im Lager. Ja, ein bisschen. So. Ich bin auf den Bus, der hier lang fährt, absolut gespannt. Ne? Das wird großartig. Es müsste ein blauer Bus sein, der hier von oben kommt. Also, sofern jemals ein Bus hier durchkommt, das ist der tatsächlich. 55 Leute hat er dabei. What? Was ist denn eigentlich mit euch los? Was ist denn euer Problem gerade? Ihr habt doch Vorfahrt.
Und jetzt auch Vorfahrt. Dann fahrt halt. Naja, okay. Bleiben wir mal hier unten. Oh, die sind schon dabei. Der Bus wird sogar schon mega gebaut. What? Okay, guck mal. Nach Ende der Warteschlange stoppen. Das ist eine Warteschlange? Ja. Bitte ja. Bitte nicht mehr bauen. Einer reicht mir gerade mal. Kann ich eigentlich so Züge an der Grenze, also wenn ich frische Züge baue, kann ich die an die Grenze fahren und verkaufen? Ich habe das noch nie überlegt. Aber geht das? Und wenn ja, lohnt sich das? Ja, es geht. Und lohnt sich das dann auch? Oder ist das eher so, naja, kannst auch Ressourcen verkaufen. Das müssen wir ausprobieren. Oh ja, das lohnt sich? Echt? Also wenn ich jetzt hier Bauzüge produziere im großen Stil, an die Grenze schippe und dort verkaufe, dann ist das ein solides Geschäft? Ich meine nicht, dass wir Kohle bräuchten, ich brauche eher den Bauzug, aber man muss ja seine Optionen kennen. Okay. Ein einziger letzter Kredit hängt noch in unserer Pipeline drin und dann sind wir den auch los. Ich mach's momentan in meinem Run mit Loks. Okay, auch schön. Ich denke, Bützenbach steigt zum Zugexporteur auf. Hier wird einfach nur Züge werden hier gebaut, die fahren gar nicht hier in Bützenbach rum, sondern werden instant zur Grenze gefahren. Verkauft. Einfach die Linie erstellen zwischen der Fabrik und dem Zollhaus. Ach Quatsch, wirklich? Hätte ich nicht gedacht, dass das dann tatsächlich funktioniert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es wie beim Verkaufen von Fahrzeugen ist, dass du dann Minus kriegst. Also, dass du dann die Verschrottung quasi zahlst. Wo kommt das ganze Geld auf einmal weg? Ja, immer in die Schulden rein, Mann. So. Ja, leben doch auf Kredit, Mann. Das ist Mann. Oh, hier wird noch ein Polizeiwagen verkauft. Puh. Hier sind wir auch schon durch, oder was? Ist ja nicht dein Ernst. Ach, ja. Läuft ganz gut. 12.000 Leute, du merkst jetzt so langsam, wir zünden nach und nach zünden wir alles. Es läuft richtig gut gerade. Und bei 50 Leuten, die in der Verschrottung sitzen, geht das erstaunlicherweise sehr, sehr schnell. So, hier machen wir ein Fahrzeug mit Gesamtkapazität. Was ist denn das für einer? Im Verteilungsbüro in irgendeinem hockt der drin. Abgedecktes Fahrzeug, am besten mit Kapazität in allem, so wie das aussieht. Dann kriegt der auch eine etwas größere Geschichte hier rein. So, was haben wir hier? Der würde gerne in einem Construction Office arbeiten. Ja, da habe ich doch auf jeden Fall die richtige Möglichkeit dafür. Dann nehmen wir doch mal 400.000 in die Hand und kaufen da mal was richtig Solides, ha? Huh? Mhm.
Also diese mega großen Teile, die sind natürlich sackteuer, aber die können halt 50 Tonnen Stahl auf einen Schlag transportieren. Damit kannst du halt Großbaustellen mit einer einzigen Nummer aber schon so ein gutes Stück füllen. War das halt nicht mehr so ewig drauf, ne? Im Übrigen, eine ganz kurze Zwischenfrage hier oben. Wie läuft's so? Keine Arbeiter. Das habe ich mir anders vorgestellt gehabt. Das liegt immer noch an dem, oder was? Alter, an der Bützenbach-Holzlinie oder wie? Willst du mich verarschen? Können wir den Star 21-Bus von der Holzlinie nicht einfach weghauen? Ist der muss doch hier drin sein. Jetzt fährt er. Okay, Gott sei Dank. Der blockiert nämlich hier die gesamte Geschichte hier. Alles wird hier blockiert gerade durch den. Den einen muss, das war eine strategische Verkaufsaktion hier. Weil die bauen, die mittlerweile, wenn die mit 50 Leuten hier arbeiten, ihr seht das geht sauschnell. Und dann kommen wir auch ein bisschen hinterher. Wir haben auch nicht mehr ganz so viele Verschrottfahrzeuge, das ist echt gut. Ich meine, da müssten noch viel, viel mehr Fahrzeuge kommen, vor allem ein paar von den Müllwagen. Da sind jetzt nur ein paar drin, also einer, um genau zu sein. Und da kommt der nächste. Ne, der biegt ab, der hat noch einen Job. Und hier hängen schon wieder Müllwagen fest. Naja gut, wenn die einmal zur Verschrottung fahren, dann stauen die sich halt manchmal, wenn die strategisch dumm irgendwo hängen bleiben. Ja, das heißt drum. Aber jetzt müsste eigentlich die Reparatur laufen, weil sonst bricht das wieder zusammen. Und da kommen auch ganz, ganz viele Leute. Das heißt, jetzt wird repariert. Sehr, sehr schön. Das ist genauso, wie wir es wollen. Hier wird die Produktion, hier wird richtig gut angelaufen. Und schau mal, wie schnell das geht, ne? Abnutzung. Haben wir irgendeinen mit extrem hoher Abnutzung? 52, 55. Die sind alle in der Abnutzung sehr, sehr adäquat unterwegs. Also, human meine ich. Da ist nichts jetzt irgendwie total Wildes dabei. Haben wir Glück gehabt. Schauen wir mal gerade, was ist bei ihm? Keine Arbeiter. Ja, es sind nicht genug da, ne? Ja. Müssen wir mal, also ich hoffe, da kommt jetzt gleich der nächste Schwung. Ich meine, jetzt haben wir den Knoten ja hier ein bisschen gelöst. Es ist nur noch eine Staufrage, die sich hier stellt. Es kann aber auch eine Rückstausache sein, die sich gerade am Auflösen ist. Mal schauen. Ja, jetzt, wie gesagt, das dauert am Anfang jetzt eine Zeit, bis das wieder läuft. Aber sowas muss man halt immer wieder hingucken. Da musst du immer drauf achten, dass das nicht zusammenbricht. Sonst bricht dir dein gesamtes Verkehrswesen einfach ein. Ich dachte eigentlich, wir haben noch mehr in den Verkauf hier reingesetzt. Dass wir das nicht gemacht haben, wundert mich eigentlich. Also ich meine, dann können wir halt auch einfach nochmal Fahrzeuge aktualisieren. Boah, das ist ja wild. Ah ne, das ist Schweden. Das ist hier eher, der ist mir aber zu groß. Das ist so ein schöner Kipper, ne? Das ist auch ein brachiales Gerät. Aber ich glaube, wir sind schon wieder voll, was die Aktualisierung hier angeht, ne? Die haben da irgendwie, glaube ich, irgendwann kannst du die nicht mehr hinschicken, wenn die quasi den Bereich hier füllen. Also kannst du immer nur, glaube ich, drei gleichzeitig schicken. Dann macht das irgendwann nicht mehr. Ich würde das gerne machen, aber... Ne? Jetzt warten wir mal, bis der nächste hier reinfährt. Er hier zum Beispiel. Jetzt müsste ich schauen. Jetzt müsste ich es eigentlich hinkriegen, oder? Wo ist denn der jetzt? Ich habe ihn doch mit Liebe ausgesucht. Ja, okay, wir können das auch so machen. Bei den Mischern kann ich nochmal gucken. Da gibt es bestimmt noch einen geileren. Jetzt sollte ich aber echt mal aufhören, ne? Das wird gerade richtig viel auch, was wir hier hinschicken. Das wird gerade einfach zu viel, was wir hier hinschicken. Das mache ich jetzt gerade nicht nochmal da. Also wir haben jetzt wirklich ziemlich viel auch erneuert. Die Anzahl der Symbole wird deutlich geringer gerade. Also wenn die natürlich permanent mit 50 Leuten arbeiten, dann rumpelt das, ne? Dann geht das schon ganz gut. Was sagen die hier?
Naja, also fast die Hälfte ist schon gebaut, ne? Also das geht super schnell. Ich meine, es läuft super langsam, aber es geht, für das, was ich dachte, geht es tatsächlich schneller als erwartet. So, Arbeitslosigkeit bei 5%. Das ist natürlich unschön. Hier immer noch ein relativ großer Punkt. Hier geht's so. Und hier oben ist ganz eskalierend. Oh, why? But why? Ich versteh's halt nicht, ne? Oder wir müssen einfach hier mal die Linien anschauen, die hier langlaufen. Und gucken, ob dann vielleicht, da warten nämlich wahnsinnig viele Arbeiter ab und zu. Und ich habe den Eindruck, die Nahrungslinie läuft tatsächlich nicht geil, ne? Das ist die Touri-Linie, Moment. Ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes. Wir geben der Nahrungslinie jetzt nochmal Feuer. Wir haben ein paar Fahrzeuge übrig. Wir geben alles drauf. Also das geht da schon ein bisschen. So. Weil die Nahrung, das ist halt so eine... Wobei, das wird schon auch besser, ne? Wow. Okay, dann können wir die Bekleidung anheben. Dann können wir da wieder auf Normalmaß gehen. Dann sehe ich jetzt demnächst eher einen Nahrungsexport, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ist so zumindest eine solide Idee. Das ist aber auch... Nee, das machen wir doch auch, oder? Exportieren wir echt Nahrung? Nee, ne? Essen? Hatten wir eine solide in Export laufen? Im Moment noch nicht, aber wir sind kurz davor. Das kann mir niemand erzählen. Ich glaube, wir sind da echt ganz, ganz kurz vor dem Export. Und jetzt haben wir einen Trinkwassermangel sogar. Wait, what? Warte mal, wo läuft das Trinkwasser hier lang? Hier über diese Pumpe läuft das. Das ist leer. Die kommen nicht mehr nach. Wo wird denn das produziert? Das wird hier oben gewonnen, ne? Von dem Brunnen hier oben. Warte mal, das geht auch in die Stadt rein. Das ist so ein dieses alte Mikro-Ding, was noch lief. Zum Glück haben wir die Feuerwehr gerade erweitert, damit die die Laderampe hier gleich gelöscht werden kann. So. Okay, jetzt pass mal Obacht. Das Wasserproblem ist ein größeres Problem. Jetzt lassen wir mal schnell schauen. Dieser Wasserbrunnen benötigt doch keine Leute, ne? Der braucht nur Strom. Der Kleine braucht nur Strom. Der Große braucht Manpower. Weil mit Strom haben wir es halt, ne? Das ist Strom haben wir hier in dem Fall tatsächlich. So.
Dann bauen wir hier so eine solide... Also wir haben jetzt 2, 4, 6. Und hier gehen 3 rein. Das heißt, wir könnten hier eine Turbopumpe bauen. Also nicht nur eine, sondern mehrere sogar. Aber wir müssen aufpassen. Wir sind hier direkt am Stromhauptnetz. Und da jetzt mit vielen Wasserleitungen durchzugehen, ist vielleicht nicht die cleverste Idee. Das können wir hier unten vielleicht schön machen. Dann nehmen wir halt einfach große Rohre, auch wenn das jetzt eigentlich Unsinn ist. Ich denke, das ist eine solide Rohrleitung, die wir hier gebaut haben. Ich muss bloß schauen, dass ich den richtigen hier erwische. So. Gut, dann haben wir das schon mal. Dann gehen wir auf jeden Fall in den Speicher rein. Wir brauchen 2 Wasserspeicher hier. Mal schauen, dass wir das richtig machen. Pass auf. Das muss ich anders machen, sonst schaut das doof aus. Ich meine, das wird jetzt schon wild aussehen, aber ich will die ein bisschen mischen. Nee, das schaut dumm aus. Das schaut blöd aus. Ja, warum bei mir so Wasserleitungen immer so komplett ausarten, weiß ich auch nicht. Aber es ist so.
So. Kann man Brücken upgraden oder asphaltieren? Nee. Aber die reißt du halt dann easy einfach weg und dann wird das schon wunderhübsch. So, und dann können wir das nämlich jetzt erstmal so laufen lassen. Und dann müssen wir danach nur noch das andere Zeug hier upgraden. Damit das dann schön aussieht. Genau. Mehr ist es nicht. Das ist immer noch, das hilft schon ein bisschen. Ob das reicht, weiß ich nicht. Aber es wird helfen. Ich denke, es wird helfen. Lass uns das mal bauen. Das Wasser halt, dass das Wasser ausgeht hier unten, das ist halt ganz, ganz unangenehm. Also das Eingangswasser. Ich weiß nicht mal, ob die Wasseraufbereitung überhaupt in der Lage wäre, das dann bei Maximallast überhaupt bedienen zu können. Aber jetzt kommen sie ja eh schon nicht mehr nach. Warum, ne? Uiuiui, was ist denn hier passiert? Ah, das waren zu viele, hä? Haben sie doch alle geschickt. Die haben doch alle geschickt. Jetzt kommen natürlich keine Arbeiter mehr an. Ich muss die Fahrzeuge jetzt rauslöschen. So lange, bis hier der Verkehr wieder rollen kann. Schauen wir mal. Ja, weil manche wollen hier nämlich ganz woanders hinfahren. Hier zum Beispiel. So, der Stau ist ein bisschen größer, aber das kriegen wir schon noch hin. Weil sonst kommt hier nämlich auch keine Arbeitskraft mehr an. So, die stehen nämlich alle hier mit 99% Abnutzung und so. Solange jetzt nicht einer mehr kommt, sonst haben wir ein dickes Problem, ja. Wenn jetzt noch einer mehr kommt, haben wir ein Problem. Aber solange das jetzt so ist, kann ich damit arbeiten. Aber dann kommen die nämlich hier noch an der Kreuzung noch durch. Aber ich fürchte, da kommen gleich die nächsten wieder hinterher. Mal schauen. Das kostet uns nämlich einen Haufen Geld, das zu verschrotten. Wir brauchen halt, muss jetzt einmal wieder eine Runde laufen. Ja, jetzt kommen sie immer noch durch, aber mehr dürfte das wirklich nicht sein, ne? Jetzt warten wir mal, bis die ganzen Busse wieder neu gefahren sind und dann wird das schon, hoffe ich. So, 4% Arbeitslosigkeit. Jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken. Haben wir noch irgendein Fahrzeug für die Mülltrennungslinie? Also auf die Mülltrennung habe ich ja Volga-Bus. Wir könnten natürlich auch noch 5 Volga-Busse kaufen und da auch noch draufpacken, ne? Im Depot steht da noch so einer rum. Echt jetzt? Really? Oh no. Ihn sehe ich da jetzt nicht so ganz, ne? Die vielleicht noch. Als Ausrangierte. Die lassen wir mal fahren. Zur Unterstützung jetzt einfach, damit das ein bisschen zackiger läuft. Da kommt ein Bus an. Schön, Zugproduktion. Ah, herrlich. Er hier, Müllstahl, will auch nichts zu uns. Da kommt auch nochmal einer. Die fahren alle mit voll vielen Leuten zur Zugproduktion. 6% Arbeitslosigkeit jetzt. Ja, das wird jetzt gleich. Warte ab. Die standen jetzt so lange im Stau, dass die Leute halt abgesprungen und nach Hause gelaufen sind. Hätte ich auch gemacht. Die fahren jetzt einmal eine Runde zurück und dann wird das mit Sicherheit kein Problem sein. Die Feuerwehr ist im Anmarsch. Die Klinik hat ein leichtes Flämmchen gefunkt. Und müssen gleich da sein. Wo sind sie denn? Wo sind die jetzt lang gefahren? Da sind sie. Oh nein, warte mal, Moment. Entschuldigung, könntest du woanders hinfahren? Ey, hallo. Danke. Entschuldigung. Ja, danke. Oh, das ist ja wild. Jetzt dürft ihr wieder heimfahren. So. Schaut es jetzt hier aus? Geht es jetzt endlich vorwärts? Ja, jetzt geht es wieder vorwärts. Okay, sehr gut. Das läuft. Butterweich, meine Lieben. Oh, da kommen ganz viele. Aber die wollen wahrscheinlich in die Geothermie, ne? Ja, zum großen Teil. Ja, da war jetzt schon ganz schön nichts mehr. Ja, die nächsten zwei Busse lösen das Problem, denke ich. Die nächsten zwei Busse lösen das. Aber ja, gut.
Meine Lieben, was wir auch lösen, ist diese Folge oder beziehungsweise diesen Stream werden wir jetzt mal auflösen. Denn es ist schon spät und ich muss auch langsam ins Bettchen, beziehungsweise ich habe noch ganz schön viel vor mir heute. Unter anderem auch ganz viele YouTube-Videos, Uploads, unter anderem auch die Worker-Streams von, ich glaube, Ende April, Anfang Mai. Hupsi. Wer weiß, wann diese Folge hier rauskommt, keiner weiß es. Von daher sind die heute oder ist das jetzt in Planung und die werde ich heute Nacht noch uploaden. Ja, aber wir werden morgen ist Samstag, wir werden morgen nochmal Workers spielen. Nur für euch, meine Lieben. Ich will morgen nochmal mit euch rumworkern. Ich habe da gerade Gefallen dran.